willkommen zum großen Finale von Johanna, die Geschmackstesterin. Ich hab Hunger. Wie schneiden belgische Pommes frites an Ketchup und Mayonnaise ab? Das sieht ja aus wie beim Kindergeburtstag. Aber vielleicht mundet es ja der Expertin. Und genauso schmeckt's auch. Oh, wohl eher nicht. Das nächste bitte. Ja, gerne doch. Eine österreichische Schillerlocke gefüllt mit süßer Creme. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das nächste bitte. Hoffentlich kommt jetzt mal etwas Gescheites. Direkt aus Frankreich, der Kuhmilchkäse Sans Nectaire. Boah, schmeckt ja gut. Und wir haben einen Gewinner. Och, der schmeckt so gut. Die kleine Feinschmeckerin, hier gerade übrigens mit ihrer Mutter unterwegs, liebt also Käse. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich bin die Johanna Glück, bin 10 Jahre alt, komme aus Lingries und ich gehe in die 4. Klasse. Johanna hat auch ein Lieblingsgeschäft und das ist gar nicht weit weg von zu Hause. Ein Käseladen. Hier gibt es alles, was das kleine Expertinnenherz sich wünscht. Johanna ist hier Stammkundin. Wollen wir bitte ein Taleccio? Haben Sie ein Salsichère? Ja, haben wir. Egal ob Kuh-, Schafs- oder Ziegenkäse, Johanna kennt sie alle. Dass die Johanna alle Käse probiert und isst, das ist schon besonders. Weil sonst ist es eher bei Kindern, dass die in eine bestimmte Richtung gehen, zum Beispiel Hartkäse, Parmesan und so. Aber Weichkäse ist besonders bei Kindern. Schon die kleine Johanna liebte es zu naschen. Schwingt mit Begeisterung Kochlöffel und Mixer. Doch Johannas kulinarische Abenteuerlust hat durchaus Schattenseiten für die Eltern. Das wurde nicht besonders gefördert, das wollte sie. Also sie ist dann wirklich so, dass sie gesagt hat, das, darf ich das probieren? Und wenn man sagt, ja, probier's, und sie sagt, das schmeckt mir, dann gehört es einem nicht mehr, dann gehört die Portion ihr. Obwohl Johanna vieles heldenhaft probiert, schmeckt ihr nicht alles. Also wenn ich jetzt solche Innenschimmelkäse esse, muss ich aufs Klo rennen. Mehr sag ich jetzt dazu nicht. Und das ist Johannas Familie. Mama Manuela ist Steuerfachangestellte. Papa Herbert arbeitet im Außendienst. Der kleine Maxi ist immer hungrig. Und Johanna kennen wir ja bereits. Grüß Gott, Familie Glück aus Lengries in Bayern. Servus, kommt's rein, ich zeig euch mein Zimmer. Die 10-Jährige liebt nicht nur Käse, sondern auch ihre Stofftiere. Basteln, die Farbe Pink und chillen. Außerdem noch mit dem Hoverboard fahren, manchmal auch Rad fahren, mit meiner besten Freundin spielen und ich fahre im Winter auch gern Ski. Johanna ist bereit für, Moment, hier kommt gerade eine Eilmeldung aus Bayern. Der Journalist Ulrich Wickert tritt gegen Johanna aus Lengries im Käseduell an. Die Chance auf seinen Sieg steht gar nicht gut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Lieber Herr Wickert, nach diesem Duell gibt es in den Nachrichten nur noch ein Thema: Ihre Niederlage.